Schlüli. Das kleine Dorf im Waldemtal liegt vor Sörenberg, dem größten Skigebiet des Kantons Luzerns. Die meisten Touristen im Waldemtal besuchen Sörenberg, ohne zu wissen, dass Flüli auch ein schönes kleines Skigebiet ist. In Flüli gibt es unter anderem einen kleinen Tellerlift mit niedriger Seilführung für Kinder, welcher eine breite Anfängerpiste erschließt. Die Hauptbeschäftigungsanlage ist aber ein Zweierschlepplift, Skilift Schratten von der Firma Garaventa. Schon lange bevor es die erste Anlage in Sörenberg gab, wurde im Jahre 1939 in Flüli die erste Anlage am Hang bei Torbach erbaut. Die kuriose Anlage aus dem Hause Wulschläger war der einzige Schlepplift mit fahrbaren Stützen, der je den Betrieb aufgenommen hat. Die Anlage wurde aber schon nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahre 1945 durch einen Zweierschlepplift von der Firma Sammeli Huber ersetzt. Die Anlage war 867 Meter lang und überwand eine stattliche Höhendifferenz von 300 Metern. Im Jahre 1973 wurde auch diese Anlage durch den heutigen Garaventa-Lift auf selber Trasse ersetzt. Die heutige Anlage ist mit 800 Metern etwas kürzer als der Vorgänger, erschließt aber zwei schöne Pisten. Wie man es sich schon bei der ersten Streckenhälfte erblicken kann, ist der Lift vor allem auf der zweiten Hälfte sehr steil. Kurz vor dem Ende kommt auch eine kleine Kuriosität zum Vorschein. Der Lift besitzt eine einspurige Portalstütze, weil sie sich bei einer kurzen Fläche kurz vor dem Ausstieg befindet. Die Antriebsstation ist die Talstation und die Abspannung erfolgt bei der Bergstation. Man kann es sich zwar heute nicht vorstellen, aber an den Hängen von Flüli fand 1987 tatsächlich mal ein Weltcup-Slalom statt.